Ich danke heute an dieser Stelle Work fast Trust für die schönen Chorse, Chorlieder, wo ein paar genommen sind aus dem Gotteslob, schöne Melodien, schöne Klänge, schöne Vokal, aber schöne Stimmen, schöne Chore, Chorus und ein passender Text, Liedertext, verstehst? Also das, was du favorisiert hast, habe ich auch dankend angenommen. Ich dachte da auch an Gmunden, an Schloss Ort, an die Außenstelle des Mozarteums und an diesen Herbert von Karan, furchtbarer Narzissenbüll, alles an sich gerissen und nichts gebracht, verstehst? Ich habe die ganzen Kassetten weggeschmissen. Und mir ist tausendmal lieber ein Junge, verstehst, der Maurice Ravel oder irgendeinen anderen Interpreten macht und oder 5 oder 10 oder 20 Jahre Mozart studiert. Zum Beispiel Sophie Mutter. Ist mir beim Arsch lieber, verstehst, als ein Narzissenbrüll, der alles allein will und nichts kann und nichts gibt. Keine Liebe. Nur Schand und Sardinen. Schunte und Radar. Man muss ja denken, wenn ein Mann normal ist, er sieht Damenunterwäsche vom feinsten Spitzmodelle oder Söckchen, da denkst du sofort normal, verstehst? Möchte ein gesundes Mädchen nicht alte, ganze Berge voll Schlampen, Prostituierte, Menschen verhandelte, runtergeraderte Mistputschen mit einem Kriegsverbrecher, Beutelschädel, verstehst? Aber nichts sind da Fotzen, verstehst? Und keiner Eierstock, da kannst du scheißen. Der gesunde Mann will ein Mädchen, verstehst? Und das will er beglücken. Und der andere, der Narzissten, Bratzen, der will alles, verstehst? Der gibt nicht mehr Ruhe. Weder in der Kompositionslehre, verstehst, noch in der Position. In der Position der, Komponisten oder der Dirigenten oder der Liedertexter oder der Schlagerlieder. Oder, verstehst, der will alles immer allein, verstehst? Und lass keinen Jungen mehr dran. Und dann ist die ganze Kultur kaputt. Musikgeschichte eingebrochen. 1960 bis 2000, was weiß ich, ist nichts mehr. Außer Fun, Herbert. Und dann schaut es so aus, verstehst du, im Palazzo? Die alten Weiber, immer nur die schwersten, komischsten Leute von Adolf Hitler an, Himmelbrückenbau für Heider, für Zilke aus dem Grab schmettern, 400 Mal den Mozart umbeten, die Sterbenden nicht in Ruhe lassen und alles abschlachten, verstehst? Und immer blöder. Also menschenverachtende Übergriffe, bitte Putsch abraten, verstehst? Das Rom kannst sagen, das gehört niedergeschliffen. Es ist keine Kultur, es sind nur Ratten und Zuhälter und Menschenhändler und Diebe und Stinkknochen, unzüchtige Mistratten, verstehst? Weißgebleichte alte Melonenschädel, verstehst? Grausliche, degenerierte Kapseln und Kreaturen. Und dann schaust du mal, wie der gute Mann, zum Beispiel mein bester Freund der Ottmar, nach 3 Jahrzehnten ausschaut, wie ein blütenschöner steirischer Vollblutjunge, braun gebrannt, ein schönes Gesicht, einen schönen Körperbau, verstehst? Wir richtigen, heimatbetonten Burschen der tugendhaften Qualität, verstehst? Im starken Kontrast, im starken Gegensatz zu kriegsverbrecherischen Übertretern, verstehst? Die keine Ethik kennen, die Immanuel Kant nicht richtig interpretieren wollen. Was sollen wir tun? Wozu sollen wir unsere Zeitgenossen überführen, verstehst? Zu welchen guten Taten könnten wir sie einlenken versuchen? Was ist aus dem System herauszuholen? Aber hinter dem irischen System, was verbirgt sich? Ist es die Ethik oder die Gottheit oder der Sohn? Also eigentlich könnte man sagen, nun danket alle Gott mit Herzen und so weiter, verstehst? Oder du kannst auch sagen, nun lobe Gott im hohen Thron, wir Menschen aller Nationen. Das wäre nicht so schwer. Statt tausend Meinheit und Stunk pro Tag und pro Staatsbürgerin, so frustrierte. Könnt ihr einen Gulasch kochen und deine Sexualität zulassen? Dein Kind einmal beim Leben lassen, wäre mir tausendmal lieber. Und dein braun gebrannter Freund von der besten Qualität, der das Arbeiten nicht nur vorgetäuscht hat, sondern es wirklich durchgezogen hat. Das Brennholz, das gute Tannenholz, das Fichtenholz, verstehst? Das Sägen, das Hämmern, das Fische schmieren, die Forellen fangen und das Gute tun. Und dann noch verspottet zu werden, das habe ich gar nicht gern. Servus, Ottmar.
Jetzt habe ich ein bisschen geschimpft über die Frauen, die uns nie Geschlechtlichkeit geben und nichts gekocht haben, drei Jahrzehnte. Und dann noch mit Meinet übersehen, gell? Jeden Tag kriege ich andere Meinet. Und sie haben unsere Kinder irgendwie vertilgt, gell? Und mit ihren Einzelkindern möchten sie so hoch hinaus und 32 sitzige Limousinen, eine einzige Dame und nur speibende Gesicht, gell? Und wir schönen Haare sind ausgeblutet dabei, gell? Wir haben nichts davon, ne? Dein Bruder hat auch keine Nachkommen erzählt, gell? War nix. Und du auch nicht, gell? Nein. Und 30 Jahre nur Streit, gell? Mhm. Und ums Besitz um ein eigenes Streiten, gell? Nichts verdienen, gell? Obwohl man will, gell? Ist das Problem, gell? Ist das Problem, gell? Mhm. Danke. Ottmar, weißt du, was ich dir empfehlen kann, Ottmar? Manchmal, gell? Ein einfaches Gestein saliert, gell? Mhm. Weißt du, die Kreaturen in den Fluren sind oft gescheiter, gell? Mhm. Verstehst du, ich meine? Also die schönen Rentiere, die schönen Lämmer, die schönen Dinge, das Tannen und die Luft und der Wald, gell? Ist uns schon bald selber. Ja. Gell? Bin ja immer um. Kreaturen in den Fluren. Ich hätte es dir wohl sagen, aber ich finde es jetzt nicht genau. Weißt du, es wird von Gotteslob, das, weißt du, das Schöne, was eigentlich wie die Bundeshymne Österreich ist, weißt du, wo ein bisschen die Schönheit der Töme, der Länder, der Äcker, des bäuerlichen und halt des ehrlichen Menschen behandelt wird, gell? Ist das eine Kamera, oder? Ja.